Liebe Geschwister, wir haben begonnen, die Waffenrüstung Gottes anzuschauen. Und nachdem wir uns gestärkt haben in dem Herrn, weil das ja heißt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, sind wir weitergegangen zum ersten Teil dieser Waffenrüstung, die Wahrheit. Weil es heißt in Vers 14, Epheser 6, Vers 14, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und dieser Panzer der Gerechtigkeit hat uns dann in der letzten Verkündigung beschäftigt. Und wir hatten festgestellt, dass er zwei wichtige Bestandteile hat, diese Gerechtigkeit. Sie gründet sich im Glauben und in der Liebe Gottes. Ja, wir sind gerecht durch Glauben in Glauben. Und all das basiert auf der Liebe Gottes, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und heute wollen wir fortschreiten mit diesem Panzer der Gerechtigkeit, denn es war uns ja so klar geworden, es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern es ist der Herr Jesus, der uns seine Gerechtigkeit schenkt, anzieht, der für uns am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, der keinerlei Sünde hatte, hat, kennt, der für uns zur Sünde wurde, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus Christus, seine Gerechtigkeit, sie wird uns gegeben und sie ist unser Panzer der Gerechtigkeit. Und jetzt wollen wir uns anschauen, ganz praktisch, ja, es gibt also diesen Panzer der Gerechtigkeit, aber wie soll ich ihn anziehen? Denn hier steht ja, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Wir sollen sie also ergreifen, auch diesen Panzer, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten könnt. Nun, die Gerechtigkeit, sie beruht ja auf der Vergebung der Sünden. Ja, wir stehen vor Gott und wir sind gerecht, wenn wir Vergebung der Sünden haben. Wie haben wir Vergebung der Sünden? Wie kommen wir zu dieser Vergebung der Sünden? Ihr werdet vielleicht sagen, das ist ja ganz einfach, aber in unserer Zeit, auch in vielen christlichen Verkündigungen, ist das gar nicht mehr so klar. Da gibt es Lehren, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, sein Blut für die Menschen vergossen hat, deswegen sind alle frei von ihren Sünden. Aber so steht es nicht in der Heiligen Schrift. Sondern wie kommen wir zu dieser Gerechtigkeit? Wie kommen wir zu dieser Reinigung? Ist das etwas Selbstverständliches, was von alleine geschieht, was sowieso alle Menschen haben? Nun, wir hatten ja schon ein Stück weit die Antwort hier. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes ergreifen. Das ist etwas Aktives, wo Gott mich stärkt, durch seinen Heiligen Geist etwas zu tun. Und die bekanntesten Verse dazu sind im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, die Verse 7 bis 9. Hier sind sehr wichtige Verse dazu festgehalten. Hier heißt es, zur Reinigung der Sünden im Blut Jesu Christi, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, denkt an die kurze Einleitung, ja? Ich habe ja keine Sünde, weil Jesus hat sie ja sowieso für alle Menschen weggenommen. Das ist falsch. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, jetzt kommt eine wunderbare, rettende, reinigende, heiligende, stärkende Wahrheit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da habt ihr es. Wovon reinigt er uns? Von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir von aller Ungerechtigkeit gereinigt sind, dann sind wir gerecht in Gottes Augen. Wenn wir aber sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Schauen wir uns die Verse mal an. Wenn wir aber im Licht wandeln, also die Reinigung ist davon abhängig, dass wir im Licht wandeln.
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Wir haben das gemerkt das letzte Mal, Gott war uns sehr gnädig. Das Licht hat gehalten, bis alle Verkündigung zu Ende war und auch schon sehr viele schöne Gespräche. Dann ging das Licht aus. Habt ihr den Unterschied gesehen? Man ist orientierungslos erstmal. Man weiß nicht den Weg. Man erkennt sich nicht selber. Da hinten ist ein Spiegel, ja. In dem Spiegel kann ich mich anschauen, aber es gibt eine Bedingung. Ich brauche Licht. Im Dunkeln, ich kann in den Spiegel schauen, wie ich will. Ich sehe mich nicht. Es ist also wichtig, im Licht zu wandeln. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben, um zu erkennen, wie ich im Spiegel erkenne, wer ich bin, vor dem Herrn zu erkennen, wer ich geistlich bin. Das Wandeln im Licht, das Wandeln in der Transparenz. Merkt ihr, das ist genau das Gegenteil zu dem, wie der Böse macht. Da war die Rede von den listigen Anschlägen des Bösen. Ja, listig. Im Dunkeln, um die Ecke, von hinten, aus dem Busch. Ja, da, wenn jemand nicht da ist, dann negativ. Ja, nein, Jesus, genau im Gegenteil. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, wie Jesus im Licht ist. Von Gott heißt es, Gott ist Licht. Und in ihm ist gar keine Finsternis. Ganz klare Aussage. Und wenn wir im Licht wandeln, also transparent leben, uns vor Gott offenbaren, Gott unser Herz ausschütten, ehrlich leben, offen leben, sichtbar leben. Ich habe jetzt auch eine Gefahr, dass man sich immer mehr zurückzieht, verständlicherweise, ja, aus Ängsten, aus Anordnungen, aus Gefahr, sich zu erkälten. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft untereinander. Ja, und das ist so wichtig. Das beginnt beim gegenseitigen Trost, bei der gegenseitigen Stärkung, bei der gegenseitigen Hilfe. Die Liebe unter uns möge wachsen. Das ist alles nichts Theoretisches, versteht ihr? Sondern das sind praktische Dinge. Und der Glaube umgesetzt ins Leben braucht die Gemeinschaft. Braucht das Miteinander, braucht, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, zusammen zu sein, auch auszunutzen. Wir hatten heute eine Zoom-Konferenz und haben vorbesprochen, Reisetätigkeit zu Gemeinden ist im Moment sehr, sehr schwer, ja. Und einfach euch auch zur Ermutigung. Es ist eine Kostbarkeit, dass wir uns so treffen können, ja. In vielen Orten geht es fast gar nicht mehr oder gar nicht. Und dann gibt es Pastoren von Gemeinden, das sind noch 4 Leute in der Versammlung in der Woche. Da blutet einem das Herz, ja. Ohne jede Verurteilung. Es ist einfach eine ganz, ganz schwere Zeit. Und die Gemeinschaft ist so kostbar und sie ist durch nichts zu ersetzen. Das Internet ist ein Zusatz, aber nie ein Ersatz. Die Begegnung untereinander ist eine viel tiefere, wenn wir direkt miteinander in Kontakt sind. So steht es auch hier, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Ich habe bewusst gesagt am Anfang, gegenseitige Stärkung, gegenseitige Dankbarkeit, Freundlichkeit, einander aufrichten, einander helfen, die Liebe vertiefen. Aber es wird dann auch bewusst, einmal zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Oder mir selber wird es auch bewusst. Es ist ja so, dass wir eine Gesellschaft haben, wo immer mehr Menschen alleine wohnen. Und es gibt ja viele Menschen, die können gar nichts dafür. Da ist man allein. Der Mann ist schon in der Ewigkeit beim Herrn Jesus oder die Frau ist in der Ewigkeit oder ähnliches, ja. Oder man wäre gern mit den Kindern zusammen und durch die gesellschaftliche Entwicklung müssen sie aber zur Arbeit an ganz anderen Orten. Das hat ja auch in Ostdeutschland sehr, sehr viele Familien betroffen. Hunderttausende Menschen, weil es einfach keine Arbeit gab. Und dann sitzt auf einmal die Oma, der Opa, die Frau, wer auch immer, alleine zu Hause. Ja, und der Mann arbeitet ganz woanders. Wir reden jetzt nicht von Schuld, aber es ist ein großes Problem, diese Isolation, dieses Alleinesein. Und das ist nicht leicht für niemand. Ihr glaubt auch nicht, wie es mir jetzt manchmal geht. Das ist so eigenartig. Wir hatten immer volles Haus. Jetzt kann es sein, die Monika fährt noch die Eltern pflegen. Die Kinder sind am Wochenende in ihren Wohnungen, in ihren Ausbildungen und wo sie sind. Auf einmal bin ich alleine in der Wohnung. Ich kann euch verstehen. Man fängt also wirklich an, sich Grünpflanzen zuzulegen und ähnliches.
Und die Monika hat mal so gelacht, weil ich mir so einen Käfer in der Wohnung aufgehoben habe. Den habe ich nicht rausgetragen, weil da war ich nicht alleine. Ja. Ja, also es ist schon, wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Das Miteinander ist so etwas Wertvolles. Und da erkennen wir auch uns selber. Wenn ich nur immer mit mir selber alleine bin, habe ich immer recht, oder? Das ist doch schön, wenn man alleine ist, macht man immer alles richtig. Ne? Also, klasse, bei ne? Bei dir ist doch der Jesus bei dir da. Der Herr Jesus ist auch da, ja. Gott sei Dank, deshalb bin ich nie wirklich allein. Der Herr Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltzeitende. Und das ist auch so schön. Das ist natürlich auch ein Effekt. Das kann man so viel beten und das ist auch was Positives. Aber schon auch, wenn man keinen anderen Menschen hat, man hat ja auch nichts, was korrigiert. So wie du die Teller in den Schrank stellst, so ist es richtig. So wie du die Spülmaschine einräumst, so ist es richtig. So wie du aufräumst, so ist es richtig. So wie du die Blumen gießt, ist es richtig. Und wenn sie mal am Kopf hängen, naja, dann mache ich es halt. Aber da kommt niemand und sagt, du, deine Blumen hängen im Kopf. Ja. Aber wenn wir Gemeinschaft haben, dann müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Einer trage des anderen Last. Seid geduldig miteinander, liebt einander, stärkt einander in der Praxis. So theoretisch geht das ja alles ganz leicht. Es weiß ja jeder, dass es eigentlich wunderschön wäre, wenn all diese herrlichen Eigenschaften der Frucht des Heiligen Geistes immer in uns wären und wir untereinander so leben würden. Ja, mit der Freude, mit dem Frieden, mit der Liebe, die Sanftmut, die Demut, die Geduld, die Freundlichkeit in jeder Situation. Wow, ist das schön, ja? Und dann dürfen wir üben, wenn wir in Gemeinschaft sind. Und der Herr stärkt uns durch seinen Geist. Und du hast vollkommen recht, der Herr Jesus ist ja immer bei uns. Ja. Sonst wären wir ja da verloren. Aber die Bibel sagt hier, in dieser Gemeinschaft, da kennen wir auch eben, sind wir wirklich geduldig. Sind wir wirklich sanftmütig. Sind wir wirklich freundlich. Segnen wir, erwidern wir Schimpfwort mit Schimpfwort oder den Segen geben wir weiter, weil wir dazu berufen sind. Ich sag euch, alleine klappt das prima im Zimmer. Wenn man ganz alleine ist, das klappt alles. Aber hier sagt die Bibel, wenn wir aber im Licht wandeln, wie Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und noch einmal, je mehr wir alleine sind für uns, umso mehr haben wir das Gefühl, wir sind in allem richtig. Versteht? Das ist ganz natürlich. Das geht jedem Menschen so. Da bist du nicht anders oder schlechter als andere. Aber in dieser Gemeinschaft im Herrn, da zeigt der Herr besonders auf, was muss gereinigt werden. Wo sind die Dinge, die hinweggenommen werden sollen, damit eben die Ungerechtigkeit weggeht, wie wir hier gelesen haben, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von wirklich aller Ungerechtigkeit. Das ist diese vollkommene Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus dann bekommen. Aber hier steht davor, wenn, ist ja eine Bedingung. Ja, wenn ist ja eine Bedingung, die muss erfüllt sein, sonst geschieht es nicht. Wenn wir unsere Sünden bekennen und unser Fleisch will immer ausweichen, also konkretes Bekennen von Sünden ist ganz schön schwer, weil das geht diametral gegen unser Fleisch. Ich sag euch mal, wie unser Fleisch das lieber hat. Herr, vergib mir bitte, die anderen haben mich so geärgert und deswegen bin ich wütend geworden. Aha, warum bist du wütend geworden? Weil die anderen dich geärgert haben. Nicht, weil du Zorn im Herzen hast. Ne? Also eigentlich bist du ja unschuldig, versteht ihr? Die anderen haben dich ja schließlich geärgert. Also ich bitte um Vergebung, obwohl ich es eigentlich nicht bräuchte, sagen wir da eigentlich. Weil eigentlich sind ja die anderen schuld. Aber weil ich theoretisch gelernt habe, ich muss ja irgendwo eine Schuld haben, die ich nicht wirklich entdecke,
Deswegen bitte ich jetzt trotzdem um Vergebung. Und das Schöne ist, der Herr ist so gnädig und so barmherzig. Wie oft reinigt er uns trotzdem von unseren Sünden, weil er so uns so lieb hat einfach. Ja. Oder wir verstecken uns, wir sagen, Herr, alle rasen auf dieser Straße und deswegen bin ich auch zu schnell gefahren und jetzt habe ich hier diesen Blitzer gekriegt. Vergib mir bitte, dass ich so viel Geld bezahlen muss. Ja, die sind alle so schnell gefahren, ja. Vergib mir bitte, dass ich mich durch all die Bösen habe anstecken lassen und dann aus Versehen auch, obwohl ich ja eigentlich ein guter Kerl bin, zu schnell gefahren bin. Reinige mich bitte und vergib mir bitte. Und wenn ihr mal ganz ehrlich seid, überlegt mal, wie oft geht das bei uns so in die Richtung? Es wäre doch ehrlich zu sagen, ja, vergib mir und mach irgendwas. Da ist irgendwas in mir so daneben, das will einfach immer wieder zu schnell fahren. Das kann sich einfach nicht unterordnen. Ja? Vergib mir bitte, reinige mich, verändere mich. Ja? Bitte vergib mir von ganzem Herzen. Da hätte jemand zu Schaden kommen können, hätte ich einen Unfall gebaut, gar nicht auszudenken. Das wäre wirkliche Bitte um Vergebung. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wenn wir das immer tiefer erfassen, dass wir wirklich vergeben bekommen und auch, dass wir selber schuld sind. Hier steht ja, wer nicht sagt, dass er selber keine Sünde hätte, ne, sondern wirklich zugibt, dass er wirklich sündig ist in dem Bereich, dem wird vollkommen vergeben. Der Mensch, der gewöhnt ist, immer eine Ausrede zu finden und nur zur Hälfte um Vergebung zu bitten, der hat ein Problem, wenn ihm wirklich mal was passiert, wo es keine Ausrede mehr gibt. Versteht ihr, was ich meine? Also es möge nicht vorkommen, aber so in Abständen gibt es etwas, da versagen wir dermaßen, dass es uns selber so peinlich ist. Du hast nicht mehr wirklich eine Ausrede, ja? Und jetzt sind wir nicht gewöhnt, die völlige Vergebung vom Herrn anzunehmen, weil wir ja sonst uns eigentlich immer rausreden und das irgendwie noch so hinkriegen. Und jetzt ist was passiert, da gibt es keine Ausrede mehr. Könnte man viele Beispiele nennen. Gibt es ja diese Situation. Du hast eben einfach das nicht gemacht, weil du keine Lust hattest, weil du zu faul warst, weil dir alles zu viel war. So, fertig. Und jetzt sitzt du zum Beispiel in der Ausbildung, in der Weiterbildung, in irgendwas und dann wird gesagt, so, wir kontrollieren jetzt gerade diese Arbeit. Und du kriegst richtig ein Problem. Es verdirbt dir die ganze Zensur. Da hilft kein, der Bus war zu spät, ich hatte gestern so viel zu tun oder sonstige Dinge, sondern ich bin wirklich schuld. Und dann zum Herrn zu gehen, und jetzt ist das Schöne, da bekommen wir diesen Panzer der Gerechtigkeit, weil da bleibt nichts mehr übrig von uns selber, versteht ihr? Jetzt haben wir wirklich erfasst, ich brauche echt Vergebung. Da hilft keine Ausrede, da hilft kein Abmindern, da hilft gar nichts, außer wirklich um Vergebung zu bitten. Und dem Herrn sei von Herzen Dank, das ist eigentlich der Moment, auf den er wartet. In dem Moment erfassen wir, wie groß das Opfer Jesu Christi ist. Und das Blut, das er vergossen hat, wie wertvoll das ist, wenn wir keine Ausrede mehr haben. Und Jesus aus Gnade und Liebe in seinem Blut vergibt trotzdem. Ganz und gar. Das ist genau der Moment. Ganz wichtiger Moment. Ganz wertvoller Moment. Und dann erkennen wir, das Blut Jesu Christi, das ist unsere Gerechtigkeit. Dieses Blut reinigt mich. Das war auch der Bund heute. Wir haben doch diesen herrlichen Bund mit dem Herrn Jesus. Aber den haben wir nicht verdient. Das ist Gottes Gnade. Er ist uns nachgegangen. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Jesus liebt dich. Jesus liebt mich. Leute, wie oft hat er uns vergeben? Wie oft ist er uns hinterhergelaufen? Wie oft hat er über Dinge hinweggeschaut? Wie oft hat er uns gereinigt in seinem Blut. Welche riesengroße Gnade für unser ganzes Leben. Alles gereinigt in seinem Blut. Nicht durch unsere Taten, nicht durch unser Können. Da kommen wir auch zu einer zweiten Wortbedeutung dieses Panzers der Gerechtigkeit.
Man darf das auch übersetzen im englischen Coat of Mail mit Kettenhemd oder Kettenpanzerhemd. Also das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen in einem Museum oder in einem Film. Ja, das ist so aus lauter kleinen Ringen so ein Kettenhemd um den gesamten Körper herum. Die sind ganz fein gemacht, also aus ganz, ganz einzeln wurde das gemacht, die Ringe gehärtet und am Ende konnte kein Schlag mehr durch. Und das ist ein ganz schönes Bild, wie die Blutstropfen Jesu Christi unseren ganzen Körper bedecken und schützen und uns die Gerechtigkeit geben, die Jesus Christus bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Ich habe ja mal Beispiele genommen von den Rittern und da gibt es auch aus der Mittelalterliteratur, da steht dann geschrieben, der neue Ritter wird angekleidet mit einem ganzen Cuirass, also Kettenhemd. Der Cuirass aber bedeutet, damit der Schwachheit menschlicher Natur, so haben die denen das damals erklärt, damit der Schwachheit menschlicher Natur, welche gar leichtlich verwundet werden kann, zu Hilfe gekommen werde. Und also der Ritter unseres Herrn, auch seinem selbst eigenen Feinden, desto stärkeren Widerstand zu tun vermöge, doch solle er sich mehr auf den göttlichen Beistand als auf seine eigene Stärke und Bewaffnung verlassen. Unsere menschliche Natur kann sehr leicht verwundet werden. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit. Aber bedeckt im Blut des Herrn bekommen wir seine Gerechtigkeit und einen Schutz für unser Leben. Denn es geht ja in geistlichen Kämpfen sehr oft darum, dass wir ein schlechtes Gewissen haben sollen. Der Böse möchte, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Warum möchte er das? Warum? Was passiert, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt? Wie geht's euch da? Wie ist es da mit dem Geistlichen? Würdet ihr sagen, nicht gut. Was ist alles behindert, wenn man schlechtes Gewissen hat? Was geht schwerer? Alles. Alles, ja? Zweite Wege, Rede, das Reden, das Denken, das Handeln, ja, das Gebet, das Zeugnis. Sag mal jemand anders, wenn du schlechtes Gewissen hast, weil selber was nicht in Ordnung ist. Du gehst zur Predigt, du hast dich gut vorbereitet, du hast alles gemacht. Die ganze Zeit geht's dir gut. 5 Minuten vor der Predigt fällt dir ein, was du vergessen hast. Versteht ihr? Vorher nicht. 5 Minuten vor der Predigt. All die Dinge. Oder du bist sogar schon in der Vorbereitung und schon im Gebet auf den Bibelabend, auf die Bibelstunde, ja? Auf einmal, das war dir vorher gar nicht bewusst, irgendein Gespräch, wo du Worte gewählt hast, die nicht in Ordnung waren. Und da brauchen wir ganz unbedingt dieses Wort hier. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt, und es steht was ganz Schönes, von aller Ungerechtigkeit. Dass ich wirklich sagen kann, Herr Jesus, vergib mir von ganzem Herzen und sofort werde ich gereinigt, auch mein Gewissen wird gereinigt und ich kann weitergehen zu Gottes Ehre. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Aber wenn jemand auf seine eigene Gerechtigkeit baut, ist es ganz schwierig. Weil wie soll ich das jetzt in Ordnung bringen? Wie soll ich das jetzt bezahlen? Wie soll ich das machen? Das geht ja nicht. Aber die Bibelstunde steht bevor oder das Zeugnis oder der Straßeneinsatz oder was auch immer Wichtiges gerade anliegt. Doch wenn wir erfasst haben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er wirklich treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dann gehen wir zu dem Herrn. Und wir bekennen das ganz ehrlich, offen, ohne irgendwas abzustreiten, ohne irgendwas abzumindern, ohne andere Leute vorzuschieben. Die mögen ja schon auch Anteil haben. Versteht ihr? Ist ja schon so. Es hat dich jemand geärgert oder so. Ist ja schon. Aber wir sollen ja nicht für die anderen um Vergebung bitten, sondern es geht ja gerade um unseren Anteil. Sonst bräuchte man ja wirklich nicht um Vergebung bitten. Dann ist ja eigentlich alles gut. Aber offensichtlich ist ja was zu vergeben und für das jetzt um Vergebung bitten und vollständige Vergebung kriegen, ist doch was Wunderschönes. Ja. Ist was Wunderschönes. Und es gibt Menschen, die können das deswegen ganz schlecht, weil sie sehr lange mit Menschen zusammen waren, die nie vergeben haben. Also
Du hast um Vergebung gebeten, aber du hast keine Vergebung gekriegt. Du hast um Vergebung gebeten, pauschal wurde gesagt, ja, ist ja schon gut, aber eine Woche später hast du es wieder aufs Brötchen gekriegt, was damals war. Und jetzt ist ganz wichtig, das ist nicht Gott. Das ist nicht das Wesen Gottes. Das ist nicht das Wesen der Kinder Gottes. Dem Menschen möge auch vergeben werden. Das ist ganz wichtig. Auch das, diese Unversöhnlichkeit zu vergeben mal all den Menschen, die da im Leben waren und haben nichts anderes zu tun gehabt, als immer wieder nur das Negative in den Mittelpunkt zu stellen. Sowas gibt's. Da können Kinder einen Schaden kriegen. Erziehung ist eine hohe Kunst. Was soll die Basis sein? Die Liebe. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und dann kommt irgendwann auch aus Liebe die Korrektur und man muss auch mal ein ernstes Wort sagen, ist alles in Ordnung. Aber wisst ihr was? Meine Eltern, die mussten mit mir auch öfters mal ein ernstes Wort reden. Ich bin ihnen heute sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Aber wenn was erledigt war, war es erledigt. Versteht ihr? Das war dann gut. Da wurde ausgesprochen, Vergebung und fertig. Das gab's nicht, das dann doch wieder und nochmal und so. Und so ist es bei Jesus noch viel mehr. Er reinigt uns von aller Sünde. Und wenn ihr dieses Problem habt, dass ihr das nicht erfassen könnt, und wenn ihr vielleicht erkennt, das liegt daran, weil ihr sehr lange oder oft oder in einem bestimmten Alter mit Menschen zusammen war, die immer wieder eure Fehler zuerst gezeigt haben, dann gibt es auch einen guten Weg, wieder frei zu werden davon. Und er beginnt damit, genau diesen Menschen das zu vergeben. Genau diesen Menschen das zu vergeben und sie zu segnen. Und auf einmal könnt ihr unterscheiden und ihr merkt, das ist nicht Gott, der mich jetzt verklagt. Das ist der Böse, der die alten Erinnerungen bringt. Das ist der Böse, der die falsche Art und Weise da wieder aktiviert. Und mein Herr vergibt mir. Jesus reinigt mich von aller Sünde und Schuld. Und das erfasse ich dann. Und damit ich es erfassen kann, wir sind ja dabei, wie kann ich den Panzer der Gerechtigkeit erfassen, muss ich erst einmal den Menschen vergeben, die immer so nachtragend waren. Das ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Und dann kommt der nächste Schritt. Ja, wo war ich selber so? Ist euch das nicht auch schon passiert? Wenn euch jemand auf die Nerven gegangen ist, dass ihr ihm dann das gesagt habt, was eigentlich schon lange erledigt war, wieder Sachen hervorgeholt wurden, die einfach bei Gott schon lange weg sind. Ihr kennt das doch auch aus dem Propheten Micha, ne? Die Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und die Liebe soll sie völlig bedecken. Und dann gibt's doch dieses Wort, nicht angeln gehen. Bruder Rudi hat ja das gesagt. Ja. Nicht angeln. Da zieht man das wieder raus. Versteht ihr? Ja? Das Fischen verboten, Schild aufgestellt. Wenn wir den Menschen vergeben, die nicht vergeben, und wenn wir selber, wenn wir um Vergebung gebeten werden, wirklich vergeben, und wenn wir den Herrn um Vergebung beten, wo wir noch nachtragend waren oder alte Sachen wieder hervorgeholt haben, obwohl sie schon geklärt waren, plötzlich merkt ihr kriegt eine Freiheit, selber diesen Panzer der Gerechtigkeit anzuziehen. Weil in diesen Prozessen erkennen wir, es ist wirklich Gott, der uns diesen Panzer gibt. Es ist nicht mein eigener. Ganz wichtig. Und wenn man diesen Panzer der Gerechtigkeit anhat, dann kann man auch irgendwo hingehen und dann Menschen um Vergebung bitten. Man muss sich nicht mehr fürchten, dass die schlecht reagieren, dass die nicht vergeben, weil ich habe den Panzer der Gerechtigkeit an. Ich gehe hin, ich bitte um Vergebung, ich meine es auch ganz ehrlich, aber sollten dann böse Worte kommen, habe ich den Panzer an. Ich weiß, ja, bei dir habe ich Vergebung, bei dir werde ich gereinigt. Du nimmst alle Ungerechtigkeit weg. Und der Mensch möge Recht haben, ja, menschlich gesehen bin ich ungerecht gewesen. Habe ich mich geirrt, habe ich gefehlt, habe ich Dinge gemacht, die nicht gut waren. Aber du, Herr, du hast mir vergeben. Wenn ich mal vor dir stehen werde, dann werden alle Sünden vergeben sein, denn ich habe sie dir bekannt. Und ich bin mit deiner Vergebung auch zu den Menschen gegangen und habe gebeten, mir zu vergeben. Das ist auch ein wichtiger Schritt, der manchmal versucht wird, wegzulassen, ja.
Wir können, wenn wir zum Beispiel mit 50 gläubig werden, können wir unmöglich 50 Jahre bereinigen. Das geht nicht. Also überall noch hingehen, was in 50 Jahren war, das ist nicht möglich. Aber unter der Verkündigung des Wortes Gottes und im Gebet macht uns Gott Stück für Stück die Dinge wichtig, wo es ihm wichtig ist, dass wir noch was in Ordnung bringen. Da gibt es zwei Extreme. Das eine, du musst jetzt alles nochmal, du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht, alles in Ordnung zu bringen. Und das andere Extrem ist, du hast jetzt Vergebung, bei Gott ist alles erledigt, dann ist das mit den Menschen nicht wichtig, fahr ruhig mit dem geklauten Auto weiter. Ich sage es extra mal so. Versteht ihr, das kann ja nicht sein. Wenn ich die Vergebung habe, was muss ich mit dem Auto machen? Also meinst du selber gekauft, ja. Was muss ich mit dem Auto machen? Hingehen, um Vergebung bitten, bezahlen. Und wenn der andere Anzeige erstatten will, dann ist es so. Ja, dann muss ich es tragen und in Ordnung bringen. Aber ich kann nicht mit dieser Schuld durchs Leben laufen und dann immer denken, ja, ich habe ja Christi gerecht. Nein, so geht das nicht. Das gibt Dinge, die müssen noch mit Menschen bereinigt werden, auch wenn ich schon bei Jesus Vergebung habe. Und der Herr zeigt jedem Menschen persönlich, welche Dinge das sind. Ganz wichtig, man kann nicht alles. Wenn jetzt jemand in der Drogenszene war und der wird frei, ist nicht in der Lage, alles in Ordnung zu bringen. Versteht ihr? Müssen wirklich auch Liebe und Barmherzigkeit und Weisheit von Gott, ja? Ich kann aber auch nicht einfach sagen, du brauchst gar nichts in Ordnung bringen, sondern das ist einfach Wachs im Gebet, in der Beziehung zum Herrn. Lass dich vom Herrn leiten. Und wenn dir der Heilige Geist, nicht irgendwelche Menschen, die dir Sachen vorhalten, sondern wenn dir der Heilige Geist wichtig macht, da ist ein Mensch aus deinem Leben, da solltest du hingehen und mit ihm reden und sagen, das war damals nicht in Ordnung. Oder anrufen oder einen Brief schicken. Oder wie es Gott macht. Aber wenn Gott dir wichtig macht, die Sache bring noch in Ordnung, dann bring sie in Ordnung. Nach meiner Bekehrung und Wiedergeburt, als ich in diesen herrlichen Bund mit dem Herrn Jesus gehen durfte, da habe ich mich so gefreut. Alle Sünden waren mir vergeben. Das war mir sofort bewusst. Ja, das war wirklich wie wenn ein schwerer Rucksack von meinem Rücken fällt. Das war herrlich. Ja. Und trotzdem hat mir Gott dann gezeigt, so, da muss ich noch was in Ordnung bringen. Da musst du was vernichten, also alle bösen Gegenstände, alles, was zur Sünde führt und so. Da war viel zu verbrennen, da war viel. Und dann musste ich aber auch zu Menschen gehen teilweise und die um Vergebung bitten. Es waren vielleicht 3 Monate, 4 Monate war ich schon gläubig so. Und ich habe immer meine Eltern evangelisiert, aber frei weg. Ne? Und einen Tag bin ich im Gebet und ich will das jetzt nicht so komisch ausdrücken, aber mal so sinngemäß sagt der Herr, na, willst du deine Eltern nicht auch mal um Vergebung bitten für das, was du alles so von dir gegeben hast in den letzten 23 Jahren? Ja? Da wurde der große Evangelist auf einmal ziemlich klein. Und dann habe ich das gemacht. Das war wahrscheinlich der erste Moment, wo mein Vater es geglaubt hat, dass ich wirklich gläubig geworden bin. Weil das Vorträge halten, das kannte er schon von vorher, nur andersrum. So. Und da kann Gott so viel Gnade schenken, wenn wir Dinge ganz ehrlich, demütig in Ordnung bringen. Ja. Und das war für mich immer eine Demütigung, Sachen in Ordnung zu bringen. Ach du liebe Zeit. Schreib Brief an die Polizei, so und so. Das war gerade Wendezeit. Dann habe ich den Brief geschrieben, was wir angestellt hatten und so. Richtig alles fertig gemacht. Die haben nicht geantwortet. Die haben wahrscheinlich gedacht, sowas haben sie nicht erlebt. Aber ich habe es ganz alles hingeschickt, alles so, kam nie was. Dann ist es gut, war ich frei. Die haben es sicher gekriegt, ganz sicher. Kam nichts, null. Da war ich frei. Und wenn die Dinge, die Gott zeigt, in Ordnung gebracht sind, fantastische Freiheit. Und das auch fortlaufend, weil die Bibel sagt, wir fehlen viel, okay? Und solange wir Kontakt mit Menschen haben, merken wir es auch und bilden uns nicht ein, bei uns ist alles richtig. Wir verändern uns aber auch zum Guten und werden gestärkt im Glauben und tun auch
Gott verherrlicht sich in unserem Leben Dinge, wo wir richtig merken, da hat Gott gewirkt und das war schön und das war Frucht und wir freuen uns. Aber wie so ein Luftballon, da gibt es ja diese großen Ballons, wenn die steigen wollen, was müssen sie machen? Sie müssen Gewicht rauswerfen. Und so ist alles, was du loswirst an Altlasten, geht's besser im Glaubensleben. Aber gerecht werden wir nicht dadurch. Gerecht werden wir durch das Blut Jesu Christi. Nur durch das Blut Jesu Christi. Aber wer im Blut Jesu Christi gereinigt ist, der hat ja seine Gerechtigkeit und bekommt von seinem Geist, und sein Geist heiligt und sein Geist will, dass man dann diese Dinge erledigt. Da gibt es ja das berühmte Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer. Gehen wir mal in Lukas 18. Das ist so tief, das ist so typisch Jesus Christus. In so wenigen Zeilen, mit so wenigen Worten, so eine klare Aussage zu machen, die jeden Menschen helfen und retten kann. Lukas 18, Vers 13, da heißt es, bei vielen ist darüber geschrieben, der Zöllner und der Pharisäer, ja. Der Zöllner, ihr wisst, die haben Geld hinterschlagen, von Leuten mehr genommen, als sie durften. Der Zöllner aber stand von ferne im Tempel, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, weil er sich geschämt hat und ihm es wirklich leid getan hat, sondern er schlug sich an die Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott sei mir Sünder gnädig. Amen. Es war nicht mehr notwendig, es ist nicht mehr notwendig. Das war von ganzem Herzen, das war ehrlich. Er traute sich nicht mehr hoch zu gucken. Schaut mal, findet ihr irgendeine Ausrede bei ihm? Ist keine mehr da. Ne? Irgendeine Erklärung? Also ich meine, die anderen Pharisäer oder die anderen Zöllner, die haben das halt alle gemacht. Und am Anfang wollte ich das gar nicht. Aber weil die alle diesen falschen Lebensstil hatten und ich mich blamiert hätte, wenn ich es nicht mitgemacht hätte. Und dann wären die alle gegen mich gewesen. Und das konnte ich nicht, so viel Kraft habe ich leider nicht gehabt, auch wenn ich sie gerne aufgebracht hätte, ja. Und so ist es mir dann tatsächlich passiert, dass ich auch 10.000 Euro mehr genommen habe. Steht so hier nicht. Hier steht nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Ganz einfach. Das erinnert sehr, wo der Herr Jesus gesagt hat, wir brauchen nicht viel Worte machen. Es gibt Momente, da ist es gut, viel Worte zu machen. Alle 7 Jahre sollte Mose das ganze Gesetz vorlesen vor der Gemeinde. Ja? Aber es gibt auch Momente da, ganz kurz, ehrlich, von Herzen, Gott sei mir Sünder gnädig. Finde ich wunderbar, tief, befreiend. Wisst ihr, was er gerade macht? Er zieht gerade die Gnadengerechtigkeit des Herrn Jesus an. Gott sei mir Sünder gnädig. Da kommen wir dann zu Römer 4 und in Römer 4 wird in Versen 24 und 25 noch einmal deutlich gezeigt, dass das Ziel des Herrn Jesus war, dass wir so gerechtfertigt werden können. Da steht 4,24, sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, die Gerechtigkeit. Wenn wir glauben an Gott, den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Das Hauptziel ist die Rettung von dir, von mir, von uns Menschen aus der Sünde. Dass er uns rechtfertigen kann, uns seine Rechtfertigung geben kann, uns seine Vergebung, seine Gnade, seine Reinigung, seine Hilfe aus den Sünden herauszukommen, anbieten kann und verwirklichen kann und umsetzen kann, dass wir ganz gereinigt sind. Wir sind vorhin aus dem Abendmahl vollkommen rein in die Gegenwart Gottes gegangen, weil wir vollkommen gereinigt wurden im Blute Jesu Christi. Vollkommen nach Geist, Seele und Körper.
wenn unsere Kleider, unsere irdischen Kleider, das mitmachen würden, dann würden jetzt hier nur weiße Kleider sein, angezogen alle in herrlichem, strahlendem Weiß. Das ist die Rechtfertigung, die der Herr uns schenkt. Und deswegen steht dann auch in Kapitel 5, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Jetzt sind wir gerecht geworden durch den Glauben. Jetzt kommt etwas Wunderschönes. Haben wir Frieden mit Gott. Das ist was Herrliches. Weißt du, du legst dich ins Bett heute Abend und du dankst Gott, dass du gerechtfertigt wurdest, dass du gereinigt wurdest. Und du weißt, egal was passiert, nehmen wir mal an, du würdest sterben, würdest du doch leben. Du wärst bei dem Herrn. Und du darfst einen ganz tiefen Frieden haben. Das ist sowas Schönes, übernatürlich. Wenn uns das bewusst ist, ist es wirklich alles vergeben, alles gereinigt, alles in Ordnung. Menschen mögen denken, was sie wollen, da mag sein, was da will. Der Herr Jesus hat ja in seinem Leben immer Leute gehabt, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Und trotzdem hatte er Frieden mit Gott. Und du darfst heute Abend auch, der Bund ist erneuert, das Blut Jesu hat dich gereinigt, in diesem Frieden dich hinlegen und darfst sagen, Herr, wie schön ist das, vollständige Vergebung für alle Sünden zu haben. Vollständig gerechtfertigt zu sein. Herr, das hätte ich selber nie geschafft. Nie. Nie würde ich das schaffen. Herr, du schenkst mir das in deiner großen Gnade. So was Schönes. Und deswegen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, denn er vergibt uns ja, haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und dann rühmen wir uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Wenn du das so richtig tief hast, ist es alles vergeben. Egal, was da im Leben abläuft, jetzt bin ich bereit, zu Gott zu gehen. Da kannst du auch beginnen, dich zu rühmen der zukünftigen Herrlichkeit. Dann wird dir das plötzlich groß, dieses Herrliche der vorbereiteten Wohnungen, der Gegenwart des Herrn, diese Herrlichkeit ohne Leid, ohne Tränen, ohne Streit, ohne Verkläger, ohne Sünde, ohne irgendetwas Böses steht uns offen. Das ist deine Zukunft, das ist meine Zukunft. Das hat der Herr für uns erkauft, da wartet er auf uns, da wird er uns hinführen in Herrlichkeit. Wie wunderschön. Lukas 9 geht einmal in Lukas 9, Vers 23. Und da sagen wir gerne, Herr, dir möchte ich nachfolgen. Deinen Weg möchte ich gehen. Das ist auch wichtig für diesen Panzer der Gerechtigkeit. Wie ziehe ich ihn an? Wenn kein Kampf bevorstand, dann zieht doch keiner freiwillig so ein Ding an. Weil das engt dich ein, du schwitzt, das ist schwer, ja. Das macht ja keiner. Aber wenn Kämpfe bevorstehen, dann bist du froh, wenn du es anziehst. Versteht ihr? Das schützt nicht, das bewahrt nicht, das hilft mir so. Und deswegen erfassen auch nur die, die wirklich in der Nachfolge des Herrn sind und bereit sind, in diese Kämpfe zu Gottes Ehre zu gehen, wie man den anzieht, wofür er da ist, wie wertvoll er ist, dieser wunderbare Panzer der Gerechtigkeit. Lukas 9, Vers 23. Jesus sprach zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein eigenes Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, sagt der Herr Jesus, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der Heiligen Engel. Hier habt ihr diesen Kampf, ja? Zeugnis und Verklagen und Schämen und Versagen und, ja, wer für den Herrn nicht wirklich in der Nachfolge steht, hat dann immer zu tun mit seinen eigenen Fehlern und alles so. Ja, aber wer für den Herrn richtig in der Nachfolge steht,
kennt zusätzlich diesen Wert dieses wunderbaren Panzers der Gerechtigkeit, wenn du für Jesus unterwegs bist und du wirst angefochten, weil du für Jesus unterwegs bist. Versteht ihr? Nicht, weil du einfach irgendwas gemacht hast, irgendwas falsch gemacht hast, irgendwas vergessen hast, irgendwas gesagt hast, was nicht in Ordnung war, sondern weil du Jesus verkündigst, wirst du angegriffen. Weil du Nein zur Sünde sagst, wirst du angegriffen. Weil du sogar noch öffentlich sagst, ich sage Nein zur Sünde, weil ich zu Jesus gehöre, wirst du nochmal angegriffen. Und da den Panzer der Gerechtigkeit, da kommen dann plötzlich die Anklagen. Ja, das war gesagt, aber nicht im richtigen Ton und so. Da geht's dann bis, bei keinem Menschen die Perfektion ausreicht. Um ja, diese letzte Ecke, wo du dich auch versündigt hast, rauszufinden und genau da reinzustechen, ja. Und da brauchst du den Panzer der Gerechtigkeit. Wodurch sind wir gerechtfertigt? Durch Jesu Christi Blut und den Glauben. Ja, durch Glauben in Glauben. Auch das ist dann der Panzer. Das ist dann der Panzer. Und der hält allem stand. Und wir gehen mal in Römer 8. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle für diesen Panzer. Beginnen wir mal mit den Versen 1 und 2. Römer 8, 1 und 2. Der erste Satz ist wie ein Panzer in sich, ja, ein Schutz in sich. Der erste Satz, Römer 8, Vers 1, er heißt: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Noch einmal. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Völlig gerechtfertigt. In Christus Jesus sein. Das ist die Sache. Wir sind jetzt in Jesus Christus. Wir haben den Bund erneuert. Wir haben unsere Sünden bekannt. Wir haben ihm unser Leben gegeben. Dann sind wir, die Taufe gehört dazu. Ja, der Bund wird festgemacht, sicher gemacht. Ja, es gehört auch dazu, verbindlich in der Gemeinschaft zu sein, haben wir gehört. 1. Johannesbrief 1, Vers 7, das heißt wirklich Gemeindegemeinschaft zu leben und nicht sich zu isolieren, so Dinge. Aber wir sind dann wirklich gerechtfertigt im Blute Jesu Christi, haben seine Gerechtigkeit und dann steht hier, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist so ein starkes Bibelwort, sich tief einzuprägen. Jeder erlebt das mal. Du machst den Fehler und wumm, kriegst du die Anklage. Und dann zu sagen, ohne Überheblichkeit, einfach das ist die Wahrheit des Wortes Gottes, es gibt keine Verdammnis für mich, wenn ich in Christus Jesus bin. Du kannst dich selber einsetzen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nicht Liberaltheologie, es gibt halt keine Verdammnis mehr, doch es gibt Verdammnis. Da werden Menschen in der Hölle landen, da werden abgefallene Christen in der Hölle landen, da werden Getaufte in der Hölle landen, weil sie in Sünde leben und eben nicht die Reinigung annehmen und nicht die Reinigung im Blut Jesu Christi in Anspruch nehmen und dadurch nicht den Panzer der Gerechtigkeit haben und nicht in Christus sind. Die Entschlafenen in Christus werden auferstehen zum ewigen Leben. Wer in Christus ist, gibt es keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Ihr müsst euch das nicht einreden lassen. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ein herrliches Wort. Und das wird dann in Römer 8, 31 noch einmal vertieft. Römer 8, Vers 31. Das ist wieder so eine Kampfsituation. Du wirst verklagt, du wirst beschuldigt, dir werden die Haare in der Suppe gesucht, ja. Das ist auch sowas. Wunderbar, herrlich gedeckter Tisch, alles in Ordnung. Da entdeckt jemand, dass es eine Kirche gibt, die nicht ganz in Ordnung ist, wisst ihr? Es ist manchmal unglaublich, was wir Menschen uns gegenseitig antun. Also, aber vergeben. Vergeben und vergessen. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Sein Blut ist unser Ehrenkleid. Seine Gerechtigkeit anziehen. Gar nicht ranlassen, sowas. Ganz demütig sagen, okay, ja, die Kirche, die ist nicht in Ordnung.
tut mir leid, wegtun, sagen, Herr, alles gut. Ja. Alles gut. Waren 7 Stunden Arbeit, das war gerade das Ergebnis, aber du, Herr, bei dir ist alles gut. Und ich vergebe und ich segne und ich kriege deinen Frieden und ich gehe weiter. Das ist schön. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Ganze Zimmer aufgeräumt, 3 Stunden, Garage auf Vordermann gebracht, ja. Alles gemacht, schwitzt, andere Sachen dafür nicht fertig gekriegt, aber da in der Ecke ist noch eine Spinnwebe, wisst ihr so? So nach dem Motto, so, ja. Hier bin ich, ja. Ja, ich mache sie weg, alles gut. Es geht immer um den Moment. Ist die Liebe das Größte, weißt du? Wenn jemand dir sagt, ist alles gut, ist schön, hast du dir viel Mühe gegeben und so, und dann wie nebenher, da hinten ist noch was, dann ist alles gut. Ja. Aber es gibt das so oft, dass Menschen sich da so viel antun. Es gibt so viele Frauen, die entschuldigen sich schon immer, sie haben das schönste Essen hingepackt, ja, also es duftet, es läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Man kann es schon kaum erwarten, würde am liebsten gleich reinbeißen, so lecker. Aber die Frau muss jetzt noch irgendwas Negatives über ihr Essen sagen, weil sie so oft verletzt wurde, dass sie das nicht ertragen kann, wenn jetzt wieder jemand was Negatives sagen würde. Und dann sagt sie es lieber selber. Da ist eine Kartoffel, die ist nicht richtig durch. So, jetzt hat sie Ruhe. Schon schlimm, ne? Was da so abläuft unter den Menschen, bis sich solche Dinge herausbilden. Ein herrlich gedeckter Tisch, alles gut. Ich sag's euch mal andersrum. Wir sind doch Christen. Christlich wäre ja, das schmeckt und fertig. Auch wenn es nicht so toll wäre, nicht so gut riecht, nicht so gut vorbereitet. Wenn es wirklich mal verbrannt ist, wer kocht alles von euch? Viele, ja. Alle, die es wirklich machen, wissen, es kann mal was daneben gehen. Immer schön. Oft halten die Leute die Vorträge zum Negativen, die selber nicht mit den Aufgaben zu tun. Das ist in allen Bereichen so, weil sie gar nicht einschätzen können. Wenn jemand selber Gemeinde leitet, dadurch keine Kritik. Wissen, was alles da gleichzeitig laufen kann. Oder wenn jemand selber ein Kleinunternehmen hat, aber wenn jemand nur von außen guckt, und keine Ahnung hat von der Sache, da ist die Gefahr immer am größten, dass man kritisiert. Und da auch vergeben, segnen, ehrlich vergeben. Sagen, Herr, wo habe ich mich selber so verhalten? Vergib mir. Und sich reinigen lassen im Blut des Herrn. Und dann wieder in diesen herrlichen Frieden kommen. Ja. Und da helfen diese Worte dann hier. Römer 8. Was soll ich nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ist Gott für mich? Wer kann gegen mich sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm, mit Christus, nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Gott macht gerecht, nicht wir uns selber. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ist das ein Wort, ja? Ja. Jesus vertritt uns vor Gott, er ist auferstanden, er macht uns gerecht zu Gottes Ehre. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Habt ihr jetzt den Brustpanzer der Gerechtigkeit als Liebe auch? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist auch sowas. Wenn wir wissen, Jesus liebt mich trotzdem. Egal, was da Menschen gerade machen, Jesus liebt mich trotzdem. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen, Herr Jesus, werden wir getötet. Den ganzen Tag sind wir geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Seht ihr? Hier haben wir jetzt diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, der uns frei macht von Verdammnis, frei macht von falschen Anschuldigungen, frei macht von falscher Anklage in der Liebe. Ich habe das in der Liebe. Es waren ja diese beiden Teile, Thessalonischer Brief, Glaube und Liebe. Und das wird jetzt hier Vers 38 vollendet. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, also auch kein Mensch, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unseren Herrn. Amen. Amen.